Frohes neues Jahr zusammen. Darf ich noch sagen, oder? Ja, darf ich noch sagen. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei dem ersten Video 2018 hier auf diesem Kanal. Es handelt sich um ein Querbeet und zwar Nummer 6. Nummer 5 ist schon eine ganze Weile her, das war im September 2017, aber zwischendurch gab es ja noch im November den Jubiläums-Sammelstream. Da habe ich ja auch noch einiges an Fragen beantwortet. Und diesmal geht es wieder in der gewohnten Reihenfolge voran. Ich werde euch wieder mit Zeitstempeln entsprechend in der Infobox die ganzen Fragen bzw. Themen hinterlegen. Ich werde aber zum Ende ein bisschen was anderes machen bzw. ein bisschen was anderes sagen. Worum ich euch bitten möchte. Und vielleicht mögt ihr auf jeden Fall zu dieser Stelle klicken, falls euch irgendwie der Rest nicht so interessieren sollte oder aber ihr bleibt der Einfachheit halber gleich dran. Ich lege auch direkt mal los, weil es vielleicht ein bisschen länger werden könnte und zwar, was habe ich neu? Ich habe natürlich jetzt ein bisschen was neu von September bis jetzt, weil nämlich von Splittermond einige neue Sachen rausgekommen sind und zwar einmal Esmoda, das ist der Regionalband zu Esmoda, wer hätte es gedacht, also zur Zitadelle der Unsterblichkeit. Dann ist auch der Farukan-Band rausgekommen, die Flammensenke ist rausgekommen und, also ist nicht nur rausgekommen, sondern habe ich mir auch zugelegt und dann noch ein paar Abenteuer in PDF-Form. Und das deswegen, weil es mir doch sonst ein bisschen zu viel wird, gerade mit den Abenteuern, die werde ich eh nie alle spielen und die reichen mir dann tatsächlich als PDF, zumal ich persönlich das fürs Vorbereiten, wenn ich sie denn mal spielen leiten sollte, auch praktischer finde, sie einfach im PDF-Format zu haben. Also habe ich mir die als PDF geholt, den Rest gibt es in Print, werde ich euch auf jeden Fall auch nochmal vorstellen, in erster Linie Esmoda, denn das hat mich wirklich positiv überrascht, ich war sehr neugierig auf diesen Regionalband und der hat mich trotzdem noch ein bisschen gepusht, ein bisschen gehypt, das hat echt Bock gemacht. Dann zu der Frage, was spiele ich? Ja, viele von euch werden das schon wissen und gesehen haben. Wir haben mit dem zweiten Band der Theaterritterkampagne angefangen, mit dem Blauen Buch. Und da haben wir jetzt unsere erste Session gespielt auf dem Kanal von Affendämon zu. Und es soll auch diesen Monat noch weitergehen, nämlich am 29. Wenn nichts dazwischen kommt, natürlich wie immer, dann spielen wir da den zweiten Teil, also die zweite Session des zweiten Buches der Kampagne. Es gab ein paar Veränderungen in der Spielerbesetzung, auch das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht und bin sehr gespannt, was uns in diesem zweiten Buch so alles erwarten wird. Was mich zur nächsten Frage bringt, was leite ich gerade? Ich habe ja schon gesagt, das hier ist das erste Video 2018, das heißt, im Moment leite ich gar nichts und vielleicht erinnert ihr euch noch an das Querbeet von September, da war ich ja eigentlich sehr stark dabei, mit einem so ein bisschen zurückzurudern und zu sagen so, hey, ich plane jetzt auch nichts Neues mehr und ich habe ganz viel auf Eis gelegt, da interessiert euch vielleicht, hat sich daran was geändert oder nicht? Ja, also im Grunde hat sich nicht viel geändert. Wir werden auch im Januar noch Pause machen, was die Winterkönigin anbetrifft. Wir planen im Februar einen gemeinsamen Termin zu finden, um wieder reinzukommen und dann ab März wieder regelmäßig zu spielen. Mit regelmäßig meine ich zumindest, dass wir hoffentlich 2 Termine im Monat hinbekommen werden in der altbekannten Besetzung. Südwärts ist jetzt ein Stück zurückgetreten. Das ist ja unsere, wir schauen mal, wann wir Zeit und Lust haben, Runde zu DSA 5, die sich aufmacht in Richtung Uturia. Und wir werden das bestimmt schon weiterspielen. Also ich habe zumindest auch von meinen Mitspielern noch nichts anderes gehört. Aber die letzten beiden Termine, die wir ausgemacht haben, mussten ja leider ausfallen aus unterschiedlichen Gründen, beide auch recht kurzfristig. Ja, und dann hatten wir keinen mehr. Wir haben jetzt im Moment auch keinen in Planung. Und dadurch, dass wir jetzt auch Theaterritter in genau dieser Konstellation im Grunde spielen, ist es auch ein bisschen schwieriger geworden. Also da haben die Theaterritter im Moment auch so ein bisschen den Vorzug. Dann gibt es ja auch immer die ein oder andere Veränderung im privaten Bereich bei dem einen oder anderen. Das macht es dann auch nicht unbedingt einfacher. Also ich sag mal, das Fortlaufen dieser Runde
ist bestimmt, aber wann genau und wie, das ist noch sehr unbestimmt. Ja, und dann bereite ich tatsächlich was vor und das kommt dann im nächsten Punkt, nämlich was bereite ich gerade vor? Im Moment streng genommen gar nichts. Also ich habe in diesem Jahr auch noch nicht wirklich irgendwie was gemacht. Ich hatte aber schon Ende des letzten Jahres, also Ende 2017, angefangen, was für eine kleine Splittermond-Kampagne zu planen, und zwar was Eigenes von mir selbst, was selbst ausgedacht ist und ein Einsteigerabenteuer, was ich ganz gerne on air leiten möchte. Ich habe auch da schon nach Mitspielern gefragt, beziehungsweise die Mitspieler, die ich gerne dabei haben möchte, die habe ich schon gefragt, ob sie Bock hätten, da mitzuspielen. Das verzögert sich jetzt aber auch aus verschiedenen Gründen. Also im Moment ist bei mir Klausurenphase, Prüfungszeit steht eben an, und sobald die zu Ende ist, könnte man sagen, geht es direkt in meinen vorletzten Wochenblock für meine Fachweiterbildung. Da bin ich also überhaupt nicht da, nicht im Lande, habe keine vernünftige Internetanbindung. So, dann komme ich zurück, dann sind es gerade mal 1,5 Wochen und dann ja, fahren wir halt auch schon in Urlaub und sind dann da erstmal nicht da. Und ja, wenn wir dann wieder da sind, dann stehen natürlich auch noch ein paar Sachen an und dann werden wir sicherlich damit starten, und zwar mit dem Geheimnis des Krähenwassers. So ist der Plan von Splittermond. Das werden wir dann hier spielen und das werde ich zu gegebener Zeit, also irgendwann in meinem Urlaub oder so, dann demnächst mal richtig vorbereiten. Im Moment aktuell bereite ich ansonsten nichts vor. Also da ist es ein bisschen bei der Vorsicht geblieben, was meine Termine und Zeitkontingente so anbetrifft. Worüber informiere ich mich und was hype ich aktuell? Im September war es ja noch Westworld, was ich unglaublich gehypt habe. Da habe ich mich ein bisschen von erholt. Ich finde es immer noch super toll, aber es ist jetzt halt nicht mehr so der Mega-Hype. Es gab zwischendurch dann ein paar Pleiten im Medienbereich, die mich halt so gar nicht gehypt haben. Dann hat mich aber ziemlich erwischt, The Blacklist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt mit James Spader. Die hat mich echt richtig erwischt. Die finde ich total gut. Die ist gar nicht mal unbedingt logisch, aber ich finde die auf einer emotionalen Ebene, finde ich die total krass, voll gut. Dann informiere ich mich und hype ein bisschen Splittermut. Und das hatte ich euch ja auch schon angekündigt, dass ich das tun würde. Und ich denke, das wird anhalten. Also genauso wie ich wahrscheinlich in jedem Querbeet sage, ich bin gerade dabei, die Winterkönigin zu leiten, ja, oder vorzubereiten, so kann ich wahrscheinlich jetzt auch zumindest in diesem Jahr immer sagen, ich informiere mich über Splittermond in irgendeiner Form. Das dürfte dann immer zutreffen. Und ich informiere mich tatsächlich ein bisschen über die bornländische Küche. Meskines und Co. Ja, da plane ich noch was. Ich weiß nicht, ob das so hinhauen wird, ob das wirklich passt, aber ihr seid natürlich die Ersten, die es erfahrt. Also lasst euch da gegebenenfalls mal überraschen. So, was gibt es für Mitmachaktionen? Das ist natürlich ein bisschen blöde in diesem Monat, denn wir haben jetzt schon Ende des Monats. Da bleibt gar nicht mehr so viel Zeit, um zum Beispiel am Rollenspielkarneval teilzunehmen. Da muss ich jetzt gerade mal gucken. Das waren genau Anfänge und Übergänge. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Einleitungsartikel zu, den ich sehr, sehr inspirierend fand. Und ja, ich finde auch sehr schade, dass ich bisher selber noch nicht teilgenommen habe. Vielleicht mache ich das im Nachhinein, eventuell nämlich im Februar. Denn im Februar, so viel kann ich schon verraten, lautet das Thema für den Rollenspiel-Karneval der Blocks, nein, Karneval der Rollenspielblocks, so rum, lautet das Thema Olle Kamelle. Und zwar nicht unbedingt in Bezug auf Karneval, so hätte ich das verstanden habe, sondern es ist die Gelegenheit, Artikel zu allen möglichen Themen der letzten Jahre und Monate zum Rollenspielkarneval zu schreiben oder halt ein Video dazu zu drehen, wo man sich gedacht hat, ach, da mache ich noch was, und dann hat man es irgendwie in der genannten Frist verpasst. Natürlich gibt es im Januar auch und im Februar wird es auch wieder geben, eine RPG-Blogge-Quest, die gibt es diesen Monat von Greifenklaue mit dem Jahresrückblick 2017. Da erfährt man ja immer erst am Monatsersten das Thema und die Fragen der laufenden Runde. Da kann ich also zu Februar leider noch gar nichts sagen. Da lassen wir uns alle überraschen. Aber wie immer, ich werde euch unten natürlich alle Links hinpacken, damit ihr zum Beispiel diesen tollen Einleitungsartikel für den Karneval der Rollenspielblogs mal durchlesen könnt.
könnt, euch Gedanken machen könnt, vielleicht habt ihr eine Idee, was ihr da machen könnt, was ihr da für ein Video beispielsweise zu drehen könnt, könnt euch das Ganze auf jeden Fall da mal anschauen. Und es ist keine laufende Aktion, aber was ich ziemlich cool fand in der deutschsprachigen Rollenspiel-Community auf Google Plus, die ihr ja vielleicht schon kennt, ansonsten packe ich euch auch die natürlich unten in die Infobox als Link, da gab es da als Jubiläumsaktion neulich etwas, wo man 12 Punkte auflisten sollte zu einem beliebigen Rollenspiel, die toll sind. Ja? Also ich mag dieses Spiel, ich empfehle dieses Spiel, weil. Und dann eben 12 Punkte dazu aufzulisten. Es gibt den Hashtag 12 Dinge, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auch das packe ich euch nochmal in die Infobox. Wenn ihr also in der Rollenspiel-Community seid, in der verlinkten, auf Google Plus ansprechen, dann könnt ihr auch mit dem Hashtag 12 Dinge die ganzen bisherigen Beiträge, das sind deutlich über 20, zu verschiedensten Systemen, also ich glaube bei den 24, 25, wie auch immer, ist keine einzige Doppelung dabei und könnt euch ein bisschen inspirieren lassen zu verschiedenen Rollenspielsystemen. Und auch wenn die Aktion abgelaufen ist, vielleicht habt ihr ja auch Bock zu eurem Lieblingssystem oder einem System, was ihr auch abseits von Lieblings irgendwie ganz toll findet, ein bisschen was zu machen, dann dreht doch mal ein Video. Und es wären halt 12 Dinge, Hashtag 12 Dinge, wenn ihr da Bock drauf habt, das fände ich zumindest ganz interessant. Vielleicht ist das ja eine Aktion, die irgendwie ins Rollen kommen könnte, auch bei euch. Und selbstverständlich könnt ihr auch, wenn diese Mitmachaktion im Rahmen des Jubiläums der Rollenspiel-Community schon abgelaufen ist, ihr könnt natürlich auch da euren Beitrag dazu dann einfach mal verlinken und den da reinsetzen. Ja. Das können wir mal machen. Dann kommen wir zu, was lese und höre ich gerade. Boah, das ist eine ganze Menge. Ich habe ja im September gesagt, dass ich endlich, glaube ich, mit dem Schinken fertig war, mit diesem Science-Fiction-Ding, mit dem Armageddon-Zyklus, nur um dann festzustellen, dass es der erste Teil von ziemlich vielen ist. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dann aber doch keinen Bock mehr. Ich habe also den zweiten Teil gar nicht erst angefangen. Im Vergleich übrigens zu Zu, der das nämlich brav weiterliest, ja, und da sehr im Thema ist. Ich nicht. Ich glaube, er ist jetzt sogar schon im dritten Band mittlerweile. Ich habe das für mich abgehakt. Ich habe zwischendurch noch ein paar andere Sachen gelesen und gehört, was zum Beispiel Zu und ich nach wie vor zusammen hören, ist Perry Roden Neo, die Reihe als ungekürzte Hörbuchfassung. Das sind dann immer so 6-7 Stunden, weil das ist zwar nicht dieses klassische Groschenheft, aber es sind ja recht kleine, also noch nicht mal DIN A5, so Taschenbuchformatsdinger von, ich weiß nicht, 120 Seiten oder so. Die sind natürlich relativ schnell vorgelesen. Damit beschäftigen wir uns immer noch. Die hören wir eigentlich jeden Tag, immer mal so ein bisschen eine halbe Stunde oder so. Ich persönlich hänge dann, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, immer noch an diesem Zombie-Roman, der im 10. Jahrhundert in Franken spielt, mal was ganz anderes. Ich werde auch noch ziemlich lange dran hängen, denn also es ist jetzt abseits von Franken und im 10. Jahrhundert finde ich es jetzt nicht so mega innovativ bisher. Kann aber auch noch werden, ich bin gerade so bei der Hälfte. Obwohl ich knapp über die Hälfte drüber bin, das ist im Moment Sleeping Beauties von Stephen King und seinem Sohn Owen King. Das habe ich nämlich im Rahmen von einer Lese-Challenge, an der ich für 2018 teilnehme, habe ich mir das ausgesucht und angefangen. Oh, und es wird echt knapp, weil ich muss im Grunde in diesem Monat fertig werden, zumindest in Bezug auf die Challenge. Das heißt, das ist ein ziemlicher Marathon, den ich da hinlegen muss. Es ist ganz nett, es haut mich nicht aus den Schuhen, aber kann ja auch noch werden. Es ist ja noch einiges übrig und zumindest hat es mich zu einem Rollenspielplot inspiriert. Ich werde das erst entscheiden, wenn ich es ausgelesen habe, komplett fertig habe, aber ich glaube, da mache ich was draus, also zumindest der Hauptaufhänger aus dem Buch wird wahrscheinlich ein Aufhänger für eine Geschichte für Splittermond dann tatsächlich. Und dann kommen wir noch zum Punkt Spieltermine. Ja, da habe ich ja im Grunde schon was gesagt, also am 29. Januar geht es weiter mit den Theaterrittern auf dem Kanal von Affen nehmen uns zu, dann wird es irgendwann im Februar wahrscheinlich einen Termin für die Winterkönigin geben, um da mit dem 5. Band entsprechend wieder zusammen einzusteigen. Und im März geht's dann weiter und richtig los mit Splittermond. Davor wird es allerdings auch schon ein paar Videos geben zu Splittermond. Zumindest ist so der Plan. Ich hoffe, dass das so passen wird entsprechend. Aber gespielt, also im Sinne von Rollenspiel-Streams, das passiert dann erst wieder im März. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich ganz zu Anfang schon angekündigt habe. Zu etwas, was ihr euch bitte anschaut. Es ist tatsächlich
Etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal tun würde. Ich mache es jetzt aber trotzdem eiskalt. Ich möchte euch bitten, für mich zu werben, sozusagen. Und zwar ist es so, ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass YouTube seine Richtlinien geändert hat. Das Ganze ist schon im Januar passiert im Grunde, aber gültig ist es tatsächlich erst zum 20. Februar. Und viele, die selber Videos drehen, werden wahrscheinlich auch so eine entsprechende Nachricht bekommen haben, wie ich sie bekommen habe. Viele vielleicht auch gar nicht, ich weiß es nicht. Und zwar kündigt YouTube die Partnerschaft auf mit allen Kanälen, die bis zum 20. Februar zwei Dinge nicht nachweisen können. Und zwar einmal 4000 Minuten im Verlauf der letzten 12 Monate, die man sich Videos angeschaut hat. Also auf meinem Kanal hat man sich irgendwie 4000 Minuten von was auch immer zusammengenommen, eben 4000 Minuten angeschaut und 1000 Abonnenten. 1000 Abonnenten ist was, was ich schon ganz gerne in diesem Jahr erreichen würde, muss ich sagen. Aber ich bin davon ausgegangen, dass vielleicht so zum Ende des Jahres hin, je nachdem, was halt auch auf diesem Kanal so geboten wird, soweit sein könnte, dass ich vielleicht 1000 Abonnenten erreiche. Das Dumme ist, dass ich jetzt also besagte Kündigung bekommen habe. Ich habe bis zum 20. Februar Zeit, 1000 Abonnenten zu gewinnen, denn die Spieldauer ist dank Rollenspiel-Streams nicht das Problem, ehrlich gesagt. Also diese 4000 Minuten der letzten 12 Monate, die hat dieser Kanal hier ziemlich locker, muss man einfach mal so sagen. Was aber fehlt, sind die Abonnenten. Und wenn ihr mal schaut, ich weiß natürlich nicht, wann ihr euch dieses Video anguckt, aber es sind tatsächlich gerade mal so 65, die fehlen. Was nicht so viel ist. Allerdings auch nicht so wenig, zumal wenn man eben das Zeitfenster bedenkt, bis zum 20. Februar. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wenn ich doch immer sage, dass ich sowieso nicht monetarisiere, warum möchte ich dann überhaupt YouTube-Partner bleiben, beziehungsweise wieso bin ich YouTube-Partner? Ja, YouTube-Partner bin ich seit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob ich das beantragt habe oder ob das irgendwann automatisch passiert ist. Ich weiß, dass in Zukunft von YouTube automatisch bei Erreichen der Kriterien irgendwann geprüft wird, und man das dann angeboten bekommt oder man sich bewerben muss, wenn es kritisch ist oder auch nicht. Also ich meine, bei der Anzahl der Kanäle werden die nicht jeden automatisch irgendwie anschreiben. So, und das Problem dabei ist, dass YouTube das natürlich macht, weil sie ihre Plattform attraktiver machen wollen für Leute, die Werbung schalten wollen. Denn YouTube ist ja letztlich auch ein Unternehmen. Das heißt, die möchten lukrativere Werbekunden haben, deren Werbung sie dann in den einzelnen Videos einblenden können. Und da macht es natürlich Sinn, wenn man das Ganze auf Kanäle beschränkt und auch die besonders supportet, wo eben eine gewisse Laufzeit auch da ist und eine gewisse Abonnentenzahl. Soweit, so okay, ja. Und für mich wäre es dann eigentlich auch irrelevant. Also das Thema schwappt ja auch schon seit einem kleinen Weilchen jetzt herum mit diesen Änderungen, weil die, wie gesagt, schon von Anfang Mitte Januar sind. Mich hat es bisher ehrlich gesagt gar nicht so interessiert, weil ich mir gedacht habe, naja gut, dann kann ich halt nicht monetarisieren, was mir egal ist, weil ich es sowieso nicht möchte. Wie gesagt, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber was YouTube jetzt zusätzlich gemacht hat, ist, dass sie noch zwei weitere Dinge koppeln an diese Partnerschaft, nämlich zum einen die Infokarten und keine Warnung, nicht alle Infokarten, sondern Infokarten, wo man Crowdfundings bewirbt oder Merchandise oder so. Das muss man separat freischalten lassen. Das habe ich bisher nicht freigeschaltet. Auch das brauche ich also gar nicht unbedingt. Infokarten selbst nutze ich ja, wie ihr wisst, ganz gerne. Die findet ihr dann immer, ja genau, da oben, glaube ich, ist es in der Ecke, dieses kleine i, wo ich dann auf bestimmte Videos verlinke beispielsweise. Wahrscheinlich auch irgendwie in diesem Video. Das sehen wir dann später oder ich sehe es später, wenn ich dieses Video hier bearbeite. Ja, und dann gibt es ja noch den Abspann. Im Abspann kann man ja nochmal auf ein bis zwei weitere Videos verweisen und halt so einen kleinen Abo-Button auch anzeigen lassen, womit man den Kanal dann entsprechend abonnieren kann, so ein bisschen komfortabler abonnieren kann oder sich eben durch einen Klick auf die anderen Videos anschauen kann, was es da sonst so gibt. Und das wird
abgeschaltet. Und die Anmerkung, vielleicht kennt ihr die von früher noch, früher konnte man ja einfach so Textboxen einbauen in die Videos, bei alten Videos findet man das auch noch, ich glaube, das haben sie dann nämlich drin gelassen, ja. Die gehen aber auch nicht mehr, weil man hat die Anmerkungen abgeschafft, um diesen Abspann einbinden zu können. Und jetzt gibt es den Abspann und den gibt es ab dem 20. Februar nur noch für YouTube-Partner. Und wie gesagt, wenn man diese beiden Kriterien nicht erfüllt, fliegt man aus dem Partnerprogramm raus. Also ich komme nachts, um das klarzustellen, ja, ich komme nachts noch gut in den Schlaf und ich werde auch weiterhin gut schlafen können oder, ja, ich schlafe eigentlich nie besonders gut. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also die Welt bricht nicht zusammen, wenn ich ab dem 20. Februar dann halt keinen Abspann mehr setzen kann. Ich persönlich fände es aber schade und habe den Kanal jetzt so lange und denke mir, 65 Leute, vielleicht ist das zu schaffen. Deswegen an dieser Stelle, wenn dir die Videos gefallen oder du hier regelmäßiger vorbeischaust und noch kein Abo hast von diesem Kanal, dann sei doch so gut und abonniere diesen Kanal. Für dich hat es keine Nachteile, für mich hat es entsprechend Vorteile, die habe ich ja jetzt nur wirklich lang und breit erklärt. Wenn du glaubst, dass irgendwelche Freunde von dir, Bekannte, Rollenspielkollegen, wie auch immer, diesen Kanal vielleicht auch toll finden und auch gerne regelmäßiger sehen wollen würden oder zumindest teilweise, dann empfiehl doch auch bitte denen, diesen Kanal zu abonnieren. Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn das so ein bisschen ranwachsen würde. Ihr müsst jetzt nicht, wer weiß wie, Werbung machen. Ich meine, wenn ihr natürlich in einer entsprechenden Community seid, wo ihr denkt, hey, hier hat noch niemand was von Claudinspiel gehört, könnte ich mal ändern, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Aber jetzt muss hier keiner Sturm laufen wegen dieser fehlenden Abonnenten. Aber wenn eine Möglichkeit da ist und ihr diesen Kanal vielleicht empfehlen könnt und wollt und oder abonnieren wollt, dann würde ich mich sehr freuen. Wäre für mich in dem Fall ziemlich, ja, wichtig. Ja? Wie gesagt, die Welt geht davon nicht unter, aber wenn es klappen würde, wäre es cool, denn ich befürchte tatsächlich, wenn ich einfach zum Beispiel Ende des Jahres oder was weiß ich, Anfang nächsten Jahres vielleicht auch erst auf natürlichem Wege 1000 Abonnenten mal erreicht haben sollte, dann, ja, dann fürchte ich, muss ich mich dann bis dahin erstmal irgendwie bewerben und dann werden die natürlich feststellen, dass das kein neuer Kanal ist, der jetzt plötzlich 1000 Abonnenten hat und uns, sondern da werden die feststellen, dass ich diesen Kanal schon ziemlich lange habe und auch die Möglichkeit hatte, ihn zu monetarisieren, ihn aber nie monetarisiert habe und ich weiß nicht, ob die dann so Bock haben, mich dann freizuschalten, weil die Wahrscheinlichkeit ja hoch ist und damit hätten sie ja dann ganz recht, dass ich auch weiterhin keine Absicht habe, irgendwelche Werbungen hier zu schalten. So. Das ist jetzt ein echt langes Video. Nee, ich sehe gerade, so super lang ist es gar nicht geworden. 22 Minuten, das ist ungefähr so lang wie das letzte. Es geht ja noch, Mensch, es geht ja noch. Wenn ihr mögt, ja, das Jahr ist frisch. Es gibt jede Menge Vorsätze, Pläne, bestimmt auch bei euch da draußen. Dann hinterlasst mir doch in den Kommentaren, was bei euch demnächst so ansteht, worauf ihr euch freut, was ihr gerade so hypt. Ja, das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Also ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt auf ein Video und euch die Inspiration fällt, dann wisst ihr, Hashtag 12 Dinge. Also bis dann, mit Abspann. Tschüss.